Unsere Reise zu den skurrilsten Delikatessen führt uns als erstes in den Süden Englands. Auf die Isle of Wight. Hier experimentiert der Schwede Patrick Johansson seit Jahren an einer ganz speziellen Butter. Butter? Da denkt man nicht unbedingt an eine Delikatesse. Diese schon, denn Patrick verbuddelt sie im Moor. Das gibt ihr ein ganz besonderes Aroma. Diese Butter werden wir 2 Jahre hier lassen, ehe wir sie wieder ausbuddeln. Bevor Patrick die Butter vergräbt, wickelt er sie in Moos. Moos wirkt antiseptisch und wurde genutzt, um Wunden zu heilen. Deswegen hat diese Methode auch eine lange Tradition. Aber wird die Butter nicht ranzig? Die Butter besteht nur aus Fett. Und nichts kann in Fett überleben. Die älteste Moorbutter, die jemals gefunden wurde, kommt aus Irland und ist 5000 Jahre alt. Du kannst sie immer noch essen. Das fast sauerstofflose Moor verhindert, dass die Butter verdirbt. Aber wie schmeckt so eine uralte Moorbutter? Patrick will uns eine probieren lassen, die er vor einigen Wochen vergraben hat. Er hat schon das ein oder andere Mal vergessen, wo seine Kreationen zu finden sind. Ich will nicht die Butter erwischen. Ich fühle die Butter. Ah, hier ist sie. Oh, looks so nice. Also los, machen wir eine Verkostung. Wie normale Supermarktbutter schaut sie nicht aus. Und die soll man wirklich essen können? Probier mal. Try some. Wirklich? Aktuell experimentieren Köche in Gourmet-Restaurants mit Patricks Moorbutter. Mm. Kaufen kann man sie aber noch nicht. Schmeckt nach Käse, gar nicht so sehr nach Butter. Okay, ich lege sie zurück. Ich komme in 1 oder 2 Jahren noch mal her. Es kostet vielleicht ein bisschen Überwindung, aber uns hat die ungewöhnliche Delikatesse dann doch auch irgendwie geschmeckt. Wir reisen in das nächste Land, nach Peru. Bei Kaviar weiß man, dass der eine teure Delikatesse ist. Aber dieser hier kommt aus der Pfütze. Finden soll man ihn in den Bergseen in den Anden Perus. Der Biologe Percy will uns zeigen, wie man dort an die ungewöhnliche Delikatesse, die die Einheimischen Yuyucha nennen, kommt. Die Seen müssen rein sein. Sind sie mit Pestiziden verunreinigt, stirbt die Yuyucha-Bakterie, die Alge. Und es gibt weniger. Aber auf 4000, 5000 Metern gedeihen sie zu Murmelgröße heran. Schon zu Inka-Zeiten war dieser spezielle Kaviar sehr beliebt. Deshalb holt Percy erst die Erlaubnis der Götter ein, bevor es in den Bergsee geht. Der Kaviar liegt verborgen im Bodenschlick und zwischen den Seepflanzen. Doch nicht nur da. Während der Regenzeit findet man ihn sogar in Pfützen. Deshalb nennt man ihn auch Pfützenkaviar. Seht ihr? Heutzutage gilt sowas in der Stadt als Luxus. Der Pfützenkaviar besteht wie Algen zu 99% aus Wasser. Man kann ihn roh essen oder als Delikatesse zubereitet. Denn auch Gourmetköche haben den uralten Inka-Snack inzwischen für sich entdeckt. Chefkoch Victor integriert die kleinen Kügelchen gern in seine Gerichte. Da der Geschmack nicht so intensiv ist, sind sie überall einsetzbar. Bei jedem Gericht und auch als Dekoration. Der Pfützenkaviar ist bei den Gästen vor allem wegen seines besonders hohen Proteingehalts sehr beliebt. Die verfeinerten Gerichte kosten zwischen 10 und 15 Euro. Das ist Ihnen noch nicht skurril genug? Dann nehmen wir Sie mit ins nächste Land, nach Korea. Hier gibt es die wohl skurrilste Delikatesse. Schauen Sie mal, nach was sieht's denn aus? Ganz klar, das ist Kebul. Oder auch Penisfisch. Dieser lebt im Wasser und sieht wirklich
sehr merkwürdig aus, aber die Koreaner lieben ihn. Sehr lecker. Und hier kommt er her. Von der Halbinsel Tean, genauer gesagt vom Strand. Allerdings findet man ihn nur, wenn die Ebbe das Watt freilegt. Fischer Myung-Sun Lee hat sich auf das Fangen des komischen Tieres spezialisiert. Er fischt ihn nicht, sondern gräbt ihn aus. Denn das ist kein Fisch, sondern ein Wurm. Der pinkelt gerade. Der Kebul ist ein Verwandter des Wattwurms, wie wir ihn von der deutschen Küste kennen. Der wird eben auch Penisfisch genannt. Und ja, er heißt so, weil er so aussieht. Viele Koreaner glauben an eine Heilkraft des Penisfisches. Zubereitet wird er in kleinen Portionen. Ich habe ihn ausgenommen. Vom Wurm wird nur die Haut gegessen. Die Innereien sind nämlich bitter und ungenießbar. Die Wurmhaut ist in Korea aber eine beliebte Spezialität. Und zwar roh. Ah, jetzt kommt das Beste. Roher, frisch gefangener Penisfisch. Für Koreaner ein fantastischer Gourmet-Happen. So gut. Wirklich sehr gut, dieser Kebul. Der Penisfisch. Wohl eher etwas für die Mutigeren unter uns.